guten Morgen, Sonntag heute. Und wir starten jetzt gleich, wie immer. Nee, nicht wie immer, heute mal um 9 schon fast. Da schau her. Auf geht's! Ja, so kann man auch bauen. Kastenbauten. Zack, war er weg. Das sind Bettenbogen hier. Au, au. Nicht schön. Der kleine Yachthafen von Damm. Naja. Besuche die Europa. Ja, hier werden noch die Sturmschäden vom letzten November beseitigt. Überall Bagger. Der Weg ist hier gerade mal so ein bisschen planiert. So, also hier ist der Weg dann auch gesperrt. Wegen der Bauarbeiten noch. Da müssen wir uns jetzt eine Alternativroute suchen. Barbs. Das war das Gut Ludwigsburg. Willkommen in Engernförde! Wir haben Engernförde erreicht. So, der Fleck von der Linse ist jetzt auch weg. Hier der Hafen, das Gebäude hier. Nächste wird dann Richtung Kiel sein, aber da wollen wir mit der Fähre übersetzen nach Labö zum U-Boot. Unauffällig. Das ist doch mal schick hier. Sitzen wir hier hinter Eckernförde am Strand und haben uns ein Getränk geholt. Und ein Blick auf die Eckernförde. Förde. Irgendwie doppelt gemoppelt, wa?
Eckernförder Bucht. Bucht, die Eckernförder Bucht ist es. Jetzt hat schön hoch. Schöner Anstieg. Oh. Hier hinter Surendorf ein herrlicher Blick, die Eckernförder Bucht. Wir waren jetzt schon einkaufen für Armbrot und dann geht es nachher nach Labö rüber mit der Fähre von Kiel-Falkenstein. So, dann kommen wir dann an dem U-Boot vorbei. Moin! Willkommen in Strande, Ostseebad. Verkehrsinseln hier überall sehr schön gestaltet. So, willkommen an der Kieler Förde. Mächtig Segelei hier. Drüben sieht man schon Labö. Ist denn schon hier bald hinter dem Bogen hier noch? Ist auch da schon von Schilksee wahrscheinlich. Und ein bisschen windig ist es hoch. So, jetzt sind Strande hier. Wunderschön draußen, wunderbar. Rechts der Deutsche Seglerverband. Finden gerade hier die Aufbauarbeiten zur Kieler Woche statt, die dann wahrscheinlich demnächst hier ist.
fahren wir zur Fähre Falkenstein, Kiel. Der Hafen von Labö hier, läuft gerade so eine alte Junke ein, Schoner. Oben noch eine Windmühle. Herzlich willkommen in Labö. Labö, das Marinedenkmal. Oh, hier liegt dieses U-Boot. Jetzt hat uns der Regen mal wieder erwischt. Aber wird auch gleich wieder aufhören, denke ich. Es hatte mal wieder geregnet, aber wir hatten einen Unterstand. Jetzt geht's weiter auf dem Ostsee-Küstenradweg. Ein Campingplatz hier nach dem anderen. Wir kommen nach Stein. Kreis Plön. Aishi. Das ist ja noch besser. Hier wieder Häuser, Bausünden aus vergangenen Jahrzehnten. Hier auch auf der linken Seite. Geh mal Bier holen. Ihr baut schon wieder hässlich, hässlich. Ein Highway. Boah, hier sind ganz viele von diesen kleinen Fliegen. Boah.
in Kalifornien. Hey, Foto. Hier, Kalifornien. Kalifornien hat minutenweise zwar, aber... Stand-up-Paddler da. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Ja, geht hier immer geradeaus, immer an der Küste entlang. Mal wieder ein paar Schafe. Jetzt mal ein bisschen Mutterpampe. Weil es vor kurzem geregnet hat. Naturschutzgebiet am Schmöll. Ist das. Das sind teilweise richtig tiefe Löcher. So, das war ja nochmal ein Abschluss hier. Getriebe knirscht. Aber das machen wir heute Abend sauber, dann geht das wieder. So. Doch noch die Folgen von der Sturmflut. Ja, hier hat sie den Strand auch voll weggehauen. So, die Passage haben wir überstanden. Oh, das war ja eine Aktion. So, Campingplatz Ostseestrand erreicht. Nach den letzten 5 Kilometern Gravelstrecke. Ja, das sind die folgenden. War ein bisschen dreckig. Man sieht, aber wir haben hier eine Hundedusche hier hinten. Mit Schlauch. Da können wir das dann sauber machen. Also alles wieder perfekt heute Abend. Und die Sonne scheint, herrlich. Schöner Tag wieder gewesen.